Herzlich willkommen zum ersten Teil der Allplan Quickstart Lektion Kellergeschoss, in der wir uns mit der Erstellung des Kellergeschosses beschäftigen. Was erwartet Sie in dieser Lektion? Im ersten Teil werden wir gemeinsam den importierten Lageplan kopieren, auf den Maßstab 1 zu 100 bringen und passend unter unser geplantes Modell schieben. Allplan-Anwender erledigen dies im Planungsalltag in ca. 60 Sekunden. Im zweiten Teil erzeugen wir auf dem hinterlegten Lageplan die Kelleraußenwände, die tragende Bodenplatte und die Decke über Kellergeschoss in 3D. Dafür benötigen Allplan-Anwender in der Praxis mit unseren Beispieldaten ca. weitere 60 Sekunden. Bevor wir mit dem Modellieren des Kellergeschosses beginnen, sollten wir das Teilbild, auf dem wir den Lageplan importiert haben, kopieren und umbenennen. Ich öffne dazu die Bauwerkstruktur, klicke mit der rechten Maustaste auf das Teilbild 500 Lageplan und wähle aus dem Kontextmenü den Punkt Kopieren aus. Und weil ich die Kopie in der gleichen Strukturstufe wieder einfügen möchte, klicke ich mit rechts auf diese und wähle Einfügen unter aus. Im nachfolgenden Dialog gebe ich an, auf welches Zielteilbild ich das Teilbild 500 Lageplan kopieren möchte und entscheide mich für das Teilbild 501. Nach Klick auf OK erstellt Allplan die Kopie. Damit ich auch später immer den Überblick behalte, hänge ich mit Rechtsklick auf das TB500 und Klick auf Umbenennen das Wort Original an und benenne das TB501 auf die gleiche Weise um in Lageplan Arbeitskopie. Den Originallageplan auf Teilbild 500 werden wir immer unverändert lassen und wir arbeiten nun mit der Arbeitskopie auf Teilbild 501 weiter. Dazu schalte ich das Teilbild 501 aktiv, das Teilbild 500 aus und klicke auf Schließen. Da die importierte Lageplan-PDF den Maßstab 1 zu 500 hat, werden wir den Lageplan in Allplan nun um den Faktor 5 vergrößern, damit er zum Maßstab 1 zu 100 passt, in dem wir das Modell erstellen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass in der Actionbar ab jetzt die Rolle Architektur eingestellt ist. Ich klicke nun auf die Funktion Verzerren und kontrolliere kurz, ob der nun erscheinende Toolbar Faktor eingestellt ist. Werfen Sie nun am unteren Rand einen Blick auf die Dialogzeile. Immer wenn Sie eine Funktion gestartet haben, spricht Allplan sozusagen hier mit Ihnen. Egal an welcher Stelle Sie sich innerhalb einer gestarteten Funktion befinden, Sie werden an dieser Stelle immer ablesen können, was Allplan als nächstes von Ihnen erwartet. Sie werden mit der Dialogzeile also quasi durch eine Funktion hindurchgeführt. Allplan möchte nun als nächstes wissen, was verzerrt werden soll. Das bedeutet, dass wir den Lageplan markieren müssen. Wir können dazu entweder mit der Maus eine Box um den kompletten Lageplan aufziehen oder auch einfach gerne auf der Tastatur STRG und A gleichzeitig drücken. Dies ist einer von vielen Windows-Shortcuts, die auch in Allplan funktionieren. A steht in diesem Fall für alles. Allplan markiert nun alles, also den kompletten Lageplan, in der roten Markierungsfarbe und ein Blick auf die Dialogzeile zeigt uns, dass wir als nächstes einen Festpunkt irgendwo im Teilbild anklicken sollen, von dem aus die Verzerrung stattfinden wird. Ich klicke dazu einfach auf die linke untere Ecke des Lageplanes. In der Dialogzeile wird nun ein Faktor für die X-Richtung vorgeschlagen, nämlich 2. Diese 2 ist bereits markiert und ich gebe auf der Tastatur einfach die gewünschte Zahl 5 ein und bestätige die Eingabe mit der Eingabetaste. Die Dialogzeile schlägt mir anschließend für die Y-Richtung ebenfalls den Faktor 5 vor und ich bestätige auch diesen mit der Eingabe auf der Tastatur. Das gleiche mache ich mit dem Faktor 5 für die Z-Richtung. Allplan hat den Lageplan nun verzerrt und ich beende die Funktion mit der Escape-Taste. Die F5-Taste verwende ich, um mir das nun vergrößerte Bild wieder komplett darstellen zu lassen. Wenn Elemente in Allplan verzerrt werden, dann bleiben Texte davon unberücksichtigt. Dies ist so gewollt. Da wir in diesem Fall jedoch auch die Texte auf die zum Maßstab 1 zu 100 passende Größe verzerren wollen, aktivieren wir in der Actionbar die Aufgabe Beschriftung und in dieser starten wir die Funktion Text verzerren. In der Dialogzeile fragt Allplan nun nach den zu verzerrenden Elementen und erneut markieren wir einfach alle Elemente mit der Tastenkombination STRG und A. Diese Funktion wirkt nur auf Texte und daher werden auch ausschließlich Texte rot markiert. In der Dialogzeile geben wir den Faktor 5 ein, bestätigen mit der Eingabetaste und beenden die Funktion mit der Escape-Taste auf der Tastatur. Ganz unten in Allplan finden Sie die Statusleiste.
In der Statusleiste sollte auch in Ihrem Allplan der immer voreingestellte Maßstab 1:100 stehen und der Lageplan und die Texte des Lageplanes passen nun zu diesem Maßstab. Nach dem Verzerren des Lageplanes werden wir diesen nun schließlich noch verschieben. Ein Vorgang, der in der Praxis ebenfalls häufig vorkommt. Zum Beispiel dann, wenn Sie mit der Eingabe einer Entwurfsidee für einen Grundriss in Allplan schon begonnen haben, bevor Sie den Lageplan importiert haben. Öffnen Sie die Bauwerkstruktur, schalten Sie das Teilbild 111 Kellergeschoss Übungsteilbild aktiv und stellen Sie sicher, dass das Teilbild 501 aktiv im Hintergrund, also gelb, geschaltet ist. Beenden Sie die Bauwerkstruktur mit Schließen. Links unten in der Zeichnung sehen Sie zwei Hilfslinien. Sie sind in der voreingestellten Hilfskonstruktionsfarbe eingestellt. Sie können in Allplan alle möglichen Elemente als Hilfskonstruktion darstellen lassen. Hilfskonstruktion hat die Besonderheit, dass sie nicht gedruckt wird. Gut zu wissen, wenn Sie eine Box um diese beiden Linien ziehen und sich in der Eigenschaftenpalette die Eigenschaften dieser beiden markierten Linien anzeigen lassen, können Sie den Haken bei Hilfskonstruktion sehen. Hilfskonstruktion hat immer spezielle voreingestellte Formateigenschaften. Daher sind die ersten drei Formateigenschaften ausgegraut und nicht veränderbar. Dies ist bei Hilfskonstruktion so gewollt. Um den Lageplan nun an die in diesem Beispiel passende Stelle zu verschieben, verwende ich die direkte Objektmodifikation. Das bedeutet, dass ich nicht mit dem Wählen einer Funktion, in diesem Falle der Verschieben-Funktion, beginnen werde, sondern ich beginne, indem ich mit der Tastenkombination STRG und A alles markiere, die Maus über die beiden Hilfslinien halte, mich näher an diese heranscrolle, dann die beiden Hilfslinien wieder von der Auswahl ausnehme, indem ich sie mit gedrückter Steuerungstaste jeweils einmal anklicke und mit der Taste F5 wieder das ganze Bild darstellen lasse. Ich habe nun die optische Kontrolle darüber, ob ich alle zu verschiebenden Elemente ausgewählt habe, und zwar nur diese. Dass alles passt, sehe ich auf einen Blick daran, dass alles rot markiert ist, mit Ausnahme der beiden Hilfslinien. Ich halte nun die Maus über die Markierungen, die die rechte obere Gebäudeecke markieren sollen, und scrolle mich nah heran. Ich halte den Mauszeiger genau auf die innere rechte obere Ecke. Hinweis: nicht klicken, nur halten. Und es erscheint ein Eingabefeld mit ein paar nützlichen Funktionen, die in dieser Situation Sinn machen. Ich klicke die Verschieben-Funktion an und weil ich diese Funktion an einem exakten Schnittpunkt zweier Linien aufgerufen habe, weiß Allplan nun, dass ich etwas verschieben möchte, was ich verschieben möchte und von welchem Punkt aus ich verschieben möchte. Ich scrolle mich aus der Zeichnung heraus, scrolle mich über den beiden Hilfslinien wieder nah an die Elemente heran und klicke mit der linken Maustaste einfach nur noch auf meinen Zielpunkt, den Schnittpunkt der beiden Hilfslinien. Mit der Taste F5 stelle ich wieder das gesamte Bild dar und sehe, dass der Lageplan nun an der von mir gewünschten Stelle deckungsgleich mit dem Schnittpunkt der Hilfslinien liegt.